Er kann ja nichts, das ist ja das Schlimme. Ja, wie machen wir es? Am besten. Aber wie kriegen wir jetzt diese Truhe auf? Das geht bestimmt nur wegen dieser Truhe. Können wir nicht weitermachen? Der Deckel lässt sich nicht. Ah, das sagt es schon. Es kommt auch immer hier, immer bei der Truhe kommt diese Melodie. Ja, das kann man nicht angehen. Irgendwas. Irgendwas muss man doch hier machen können, oder was? Kann doch nicht sein, sowas. Ding, ding. Upp, die Pillen. Mit dem Foto auch nicht. Nee, das gibt's doch gar nicht. Kann doch nicht angehen. An der Unterseite der Schublade klebt ein Buch. Das Tagebuch von William Gordon. Okay. Williams Tagebuch. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Wir haben's. Wir haben doch noch was Vielleicht gefunden. erfahre ich jetzt endlich, was in jener Nacht geschah. Okay. 21. März. Ich bin alt. Ich bin alt. Ich weiß, dass meine Tage gezählt sind. Und darum möchte ich meinem Leben einen Sinn geben, bevor ich diese Welt verlasse. Ich habe meine letzten Jahre der Suche nach der Wahrheit über meine Familie und das Blut, das in meinen Adern fließt, gewidmet. Vielleicht liegt es an den Schuldgefühlen, die ich in meinem Herzen trage, ob des Schicksals meines lieben James. Ein Schicksal, das ich aus Mangel an Mut nicht zu ändern vermochte. Nach vielen Jahren des Studiums der alten Chroniken weiß ich endlich, was das Ziel meiner Suche ist. Ich darf keine Zeit verlieren. 23. März. Aus den Schlosschroniken und den alten Aufzeichnungen in der Bibliothek habe ich so manches Vergessene entdeckt und viel Neues erfahren. Ich habe erfahren, dass James nicht der Einzige war, der den Verstand verloren hat. Über die Jahrhunderte wurden einige meiner Vorfahren vom gleichen Leiden heimgesucht, das James jetzt befallen hat. Wie es scheint, gibt es immer wieder gewisse Parallelen, als wäre ein perverser Zweck dahinter. Ich habe unseren Stammbaum zurückverfolgt und erfahren, dass jeder einzelne dieser armen Teufel in der gleichen Woche geboren wurde, und zwar alle 200 Jahre. Könnte dieser Wahnsinn eine Art Strafe sein? Die Strafe für ein Verbrechen? So schrecklich, dass es auch nach 700 Jahren noch nicht verbüßt ist? Mir jagt diese Vorstellung Angst und Schrecken ein. Sie verfolgt mich jetzt Tag und Nacht. 5. April. Ich spüre, dass etwas mit mir nicht stimmt. Ich fühle mich von Tag zu Tag schwächer. Endlich holt mich mein Alter ein. Laut den Chroniken führt der Weg zur Wahrheitsfindung über 5 symbolische Schlüssel. Ihren Zweck kenne ich nicht genau. Aber wenn sie mich zur Wahrheit führen, muss ich sie finden. Ich habe beschlossen, zunächst die zu suchen, die im Laufe der Jahre weit weg von meinem Schloss getragen wurden. Vor vielen Jahrhunderten wurden die Schlüssel in die Obhut verschiedener männlicher Mitglieder unserer Familie gegeben, um zu verhindern, dass sie gemeinsam benutzt werden. Zum Glück besitze ich einen. Und James Schlüssel zu bekommen, dürfte nicht allzu schwer fallen. Wenn ich das früher gewusst hätte, was ich heute erfahren habe, hätte ich ihn ihm nicht gegeben. Laut unserer Aufzeichnung ist der nächste Schlüssel in Markus' Händen. Der vierte Schlüssel ging an Darkham Gordon, der ursprüngliche Herr des abgelegenen Schlosses in Wales. Eines steht fest. Ich muss bald nach Wales aufbrechen. Ich weiß immer noch nicht, wo sich der fünfte Schlüssel befindet.
Sein Ursprung ist im Nebel der Vergangenheit verborgen. Wenn ich die anderen bekommen habe, muss ich auch diesen letzten suchen. 15. April. Ich bin aus Wales zurückgekehrt. Meine Suche verlief ohne Erfolg. Es war nicht leicht, in die Familiengruft zu gelangen. Leider gelang es mir nicht, das nächste Fragment der Wahrheit zu finden, und ich musste mit leeren Händen wieder heimkehren. Aber noch ist nicht alle Hoffnung verloren. Ich werde mich auf die Schlüssel konzentrieren, die James und Markus besitzen. Sie zu bekommen dürfte nicht schwer sein. 21. April. Was meinen Vorfahren in der Vergangenheit widerfahren ist, kann ich nicht mehr ändern, aber ich hoffe, zukünftige Ereignisse beeinflussen zu können. Der Fluch, der auf unserer Familie lastet, hat seinen Ursprung in grauer Vorzeit. Er muss aus einer Zeit stammen, die so weit zurückliegt wie die von Markus und Mordred, den ersten Gordons. Ich habe beschlossen, an dem Ort, an dem Markus ruht, nach Antworten zu suchen. Ich weiß, dass sein Grab im Dunkel unter der Gemeindekirche verborgen ist. Der Eingang ist lange in Vergessenheit geraten und niemand weiß, wo er liegt. Ich mache mich heute Abend auf den Weg zum Pfarrhaus. 26. April. Was auch immer unter Wormhill begraben liegt, es ist nicht leicht zu erreichen. Erst nach mehreren Tagen entdeckte ich einen eigenartigen Sockel im Glockenturm mit zahlreichen winzigen, sorgfältig bearbeiteten Steinen. Der ganze Sockel ist ein raffiniertes, mechanisches Schloss. Er öffnet zweifellos den Weg in die unterirdische Welt unter der Kirche. Ich habe versucht, die Positionen der gegenüberliegenden Steine zu ändern. Aber es gelang mir nicht, mich voll zu konzentrieren. Ich war zu müde, um den Mechanismus richtig einzustellen. Bevor ich heimkehrte, fertigte ich eine Skizze des Mechanismus an und legte die Steine an ihre ursprünglichen Plätze zurück. Morgen will ich so früh wie möglich nach Wormhill aufbrechen. 27. April. Heute war das Glück auf meiner Seite. Ich habe den Gang geöffnet, der zu Markus' Grab führt. Ich bin mit Sicherheit der Erste seit Jahrhunderten, dem dies gelungen ist. Meine Überraschung war groß, als ich in das Grab hinunterstieg. Von Markus' Leiche war keine Spur zu finden. Seine Überreste müssen irgendwo versteckt sein. Ich habe die Hoffnung, dass die Antwort in den vier Büchern in der Mitte des Grabes zu finden ist. Möge Weisheit dir den Weg weisen, steht in Stein gemeißelt. Im Tode wie im Leben wird Markus von Weisheit geschützt. Ich bin fast sicher, dass das erste Lösungswort Atem lautet. Ich habe in der Dunkelheit versucht, den Text aus den Büchern niederzuschreiben, aber es war leichter, ihn mir einzuprägen. Ich habe auch einen außerordentlichen, höchstwahrscheinlich zeremoniellen Gegenstand in der Form einer vollkommenen Kugel gefunden. Als ich sie berührte, war mir, als würde ich den Atem der Jahrhunderte spüren. Ein seltsames Gefühl. 7. Mai. Vor dieser Nacht habe ich Angst. Ich habe 2 Tage lang nicht geschlafen. Und ich höre Stimmen. Ja, menschliche Stimmen. Dutzende davon. Ihr Geflüster in meinen Ohren ist wie das Rauschen eines schrecklichen Meeres. Was geschieht mit mir? Werde ich auch wahnsinnig? Nein. Das will ich nicht glauben. Ich bin so kurz davor, die Wahrheit zu finden. Hui. Ja, das war jetzt sehr, sehr viel Input. Wir haben jetzt aus den letzten Tagen, beziehungsweise den letzten Monat von Williams Leben, haben wir seine ganzen Notizen gefunden. Ja, richtig, da ist die schwarze Kugel. Genau. Ja, das war jetzt schon ganz schön viel.
Und es scheint sich doch um irgendwie was Übernatürliches zu handeln, ne? Aber irgendwas ist hier auf jeden Fall am Werke. Jetzt können wir bestimmt auch. Jetzt haben wir das Buch. Da ist aber nichts Geheimes mehr bei. Ich denke mal, jetzt können wir auch das Zimmer verlassen. Ich glaube, hier werde ich nichts mehr entdecken. Ach, jetzt auf einmal. Woher wusste er, dass da noch ein Buch ist? Ich fühle mich irgendwie seltsam. Mein Kopf. Was ist denn jetzt los? Was war denn das? Ich glaube, der sollte einfach liegen bleiben. Ich denke mal nicht, dass er wieder aufstehen sollte. Sir, endlich sind Sie aufgewacht. Langsam haben wir uns Sorgen gemacht, dass Ihnen etwas zugestoßen ist. Was ist dir passiert, Samuel? Ich weiß es nicht. Ich bekam plötzlich höllische Kopfschmerzen. Danach erinnere ich mich an nichts mehr. Wie bin ich in mein Zimmer gekommen? Bates fand dich bewusstlos auf dem Dachboden. Ja, ich wollte oben aufräumen. Da habe ich sie auf dem Boden entdeckt. Ich bin zu Sir Robert geeilt und wir haben sie in ihr Bett gelegt, damit sie sich erholen. Samuel, ich habe dir doch gesagt, dass du dich nach einer so langen Reise ausruhen sollst. Vielleicht hattest du recht. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich erinnere mich vage an einen seltsamen Traum, weiß aber nicht, was er bedeuten könnte. Hauptsache, es geht dir jetzt wieder besser. Ja, stimmt. Am besten, du schläfst dich richtig aus. Diesmal werde ich deinen Rat befolgen, Robert. Gut. Dann lassen wir dich jetzt in Ruhe. Wenn es wieder schlimm wird, melde dich. Danke. Ich fühle mich schon etwas besser. Kommen Sie, Bates. Wir lassen Samuel ein wenig schlafen. Ja, Sir. Robert hatte recht. Ich sollte mich ausruhen. Morgen ist auch noch ein Tag. Kapitel 2. Ja, und ich denke mal, das ist ein ganz, ganz guter Zeitpunkt, um den Stream zu beenden, oder? Was sagt ihr? Ja, das eben mit diesem Umkippen und direkt wieder stehen. Also, das ist echt eine sehr, sehr tolle Fähigkeit hier. Kapitel 2, zurück ins Licht. Nochmal eben. Ja, was geht da ab? Schlüssel. Das ist bestimmt dieser alte Springbrunnen. Hui. Heute Nacht hatte ich einen furchtbaren Albtraum. Am Morgen wurden meine Gedanken jäh unterbrochen, als es an der Tür klopfte. Da kommt Bates. Sir? Sir, machen Sie auf. Was ist denn, Bates? Machen Sie auf, Sir. Ich muss Ihnen etwas erzählen. Warten Sie, Bates. Ich bin gleich da. Was haben Sie denn? Es ist furchtbar, Sir. Henry, unser Gärtner. Er wurde im Gartenteich gefunden. Beruhigen Sie sich, Bates. Wovon reden Sie? Man fand ihn heute Morgen tot im Gartenteich. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe gesehen, wie seine Leiche geborgen wurde. Wie ist es passiert? Ich habe keine Ahnung. Inspektor Collier wird Ihnen das sagen. Er leitet die Ermittlungen und jetzt möchte er mit Ihnen sprechen. Er gab keinem von uns die Gelegenheit, den Schock zu überwinden, nicht einmal Madame. Wo finde ich ihn? Er wartet im Gemeinschaftsraum auf Sie. Wir sollten besser sofort hingehen, Sir. In Ordnung. Gehen wir. Inspektor Collier? Ja, Samuel Gordon nehme ich an. Ich muss mit Ihnen sprechen. Mr. Gordon, wissen Sie, was passiert ist? Ja, Bates hat mir alles erzählt. Gut. Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Können wir? Ja. Haben Sie gestern mit Henry Stanton gesprochen? Ja, ich kam erst gestern an, aber ich habe tagsüber mit ihm gesprochen. Oh, Sie kamen gestern an? Ja, für Williams Beisetzung. Verstehe. Worüber haben Sie mit Stanton gesprochen? Ich weiß es nicht genau. Es war eine ganz oberflächliche Konversation. Kannten Sie ihn